whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Guten Abend und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir einen tschechischen Whisky, den Goldcock mit 12 Jahren Alter hier auf meinem Fass, 43 Volumenprozente. Ja, und der Goldcock ist Tschechiens älteste Whisky-Marke. Ich habe gar nicht gewusst, dass es da mehr als einen gibt. Ich habe nämlich schon mal einen tschechischen Whisky probiert, meine ich. Und das war damals ein Kommunisten-Whisky. Ja, weil der vom Produktionsjahr noch in die Zeit der kommunistischen Regierung dort fiel. Ja, und der ist jetzt 12 Jahre alt. Tschechien ist mittlerweile seit 2004 mit der großen Osterweiterung in der EU. Damit unterliegt dieser Whisky der EU-Spirituosenverordnung. Ja, gibt es eine. Nun geben wir dem auch mal eine Chance. Und zwar haben wir es hier mit dem 12-jährigen Single Malt Whisky nach dem Originalrezept zu tun. Ja, das Originalrezept wird ja Malz sein, ne? Malz, Hefe, Wasser. Gut. 12 Jahre alt und gereift in Eichenfässern. Das ist vollkommen normal. Nicht normal, das ist gesetzlich Pflicht. Aber es steht Oak Barrels. Also deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so wirklich groß sind, obwohl Barrel heißt eigentlich Fass, ne? Wird typischerweise für kleinere Fässer verwendet. Ja, und dann Green Feathers, grüne Federn, hat der goldene Hahn grüne Federn. Ja, Tatsache, hier vorne ist so ein goldener Hahn drauf, oben in diesem Wappen, und der hat grüne Federn. Ja, na toll. Und gebrannt und abgefüllt, das heißt auch gelagert, in Vizovice. Ja, wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Das ist im Südosten von Tschechien, nicht weit von der Grenze zur Slowakei entfernt, so zwischen Bratislava und Ostrava, ja, so ungefähr da hinten. In der Moravian Countryside, Moldawien, nein, das wird es nicht sein. Und das ist eine Firma Jelinek. Und der hat sogar eine eigene Flasche. Da schaltet er es an. Da kann man es sehen. Toll. Rudolf Jelinek. Das klingt aber ziemlich westlich, ne? Ja, die Brennerei steht hier 1877 gegründet und hat ein Appointment to the Prince. Nein, nicht den Prince of Wales, sondern auf His Majesty Prince Willem. Das müsste also die K&K-Monarchie noch gewesen sein. Jo. Goldcock. Der drauf steht hier hinten. Da, so Schrift drauf. Federal law forbids sale of or reuse of this bottle. Das heißt, die leere Flasche darf man dann nicht verkaufen und darf es auch nicht wieder befüllen. Ja, das hat wohl etwas Vergangenheit. Ja, und dann, da steht jetzt nicht so unbedingt drauf, was man da so findet. Ja, genau. Ja, und ein Karamell steht hinten drauf. Gut, dazu einen Schraubverschluss. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob hier noch mehr drauf steht. Nein, alles klar. So, 12 Jahre, 43 Volumenprozente. Malzwhisky. Ja, ruhig mal. Ne, Kunststoff kann man nicht finden, aber man riecht fruchtigen Whisky. Und da oben steht drauf 1894. Seit 1894, hier vorne steht 1877 drauf. Nun, das weiß ich nicht, wie das zusammenpasst. Aber das wurde ja im Prinzip alles unterbrochen durch die volkseigenen Betriebe, die es damals gab. Durchaus ein Single Malt Whisky. Jo. Also offiziell heißt es ein Hauch Rauch, aber also mehr Frucht, wenn überhaupt, dann nur so ein Röchlein. So ganz entfernt. Ich habe mir länger mal Zeit mal Gedanken darüber gemacht, wo könnte das herkommen. Einmal hat man typischerweise im Malzkorn ein bisschen
Phenole drin, die Sache von alleine rauchig machen können. Auf der anderen Seite, wenn die Fässer ausgebrannt werden, um diese Holzkohleschicht auf der Innenseite zu bekommen, die dann als Aktiv-Holzkohlefilter wirkt, gibt es eine Übergangsschicht zum unverbrannten Holz. Und diese Übergangsschicht könnte es sein, dass rauchähnliche, wie heißt immer so, geröstete Eiche oder verbrannte Eiche oder so, genau da in dieser Ecke könnten diese Raucharomen tatsächlich durch das Fass auch entstehen. Ja, ist, ja, ich würde sagen, so ein ganz typischer Speyside Whisky. Ja. Für 43 Volumenprozente, yo, ordentlicher Antritt, dazu süß und so ein bisschen prickelnd auf der Zunge, so, ja, Brausestangen, die so knistern. So, einen ersten Eindruck, ne? Ja, und dazu kommt jetzt deutlichere Eiche, die sich ein bisschen von der typischerweise in Schottland verwendeten Eiche unterscheidet. Und süß bleibt's und ja, ein bisschen Vanille ist drin. Ja, hochinteressant. Hochinteressant. Also ein richtiger schmeichelnder Mainstream im Aroma. Ein sehr interessanter, bitzelnder, prickelnder Antritt auf der Zunge. Und dann ein ganz schöner, langer, weicher, warmer Abgang. Boah! Jo, schön! Zweitmal nicht mehr ganz so prickelnd. Doch. Ja, wieder prickelnd. Richtig interessanter Geschmack. Süßlich. Auch wieder malzig. Und den leichten Rauch, nee, wieder nicht. Ne? Also, ich bin begeistert. Ja, tolles Ding. Hätte man jetzt so einer Brennerei aus dem Osten nicht auf Anhieb zugetraut, dass sie in so kurzer Zeit ja einen dermaßen hohen Qualitätssprung macht. Toll. Ja. Jetzt im Abgang sogar ganz leicht, so ganz fern, ein Hauch von Kaffee von der Eiche. Tja, schauen Sie beim Jobsystem nach. Eigentlich hat es geheißen, soll es davon genügend geben, dass sie den sogar verkaufen. Kann man wärmstens empfehlen, auch wenn da ein Schraubverschluss drauf ist. Und ja, es ist ein richtig guter Whisky. Kann nichts anders sagen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.